Timothy Chalamet ist mit Kylie Jenner zusammen. Was? Nein. Warum ist das so schlimm? Weil er dann nicht mehr Single ist. Ja, ist doch schön für ihn. Ja, das ist schön für ihn, aber für uns überhaupt gar nicht. Timothy Chalamet ist unser Celebrity Crush. Euer was? Celebrity Crush. Eine berühmte Person, die man anhimmelt, obwohl man ihr im echten Leben wahrscheinlich niemals begegnen würde. Ah, klingt gesund. Hast du etwa keinen? Celebrity Crush? Wieso? Ich meine, wenn ich bei der Person keine Chance habe? Ja, jetzt, wo er vergeben ist. Entschuldigung, dürfte ich dich darauf hinweisen, dass du auch vergeben bist? Schatz, nimm's mir nicht übel, aber wenn ich eine Chance bei Timothy Schallplatte hätte... Ich meine, hast du ihn in Dune gesehen? Oder in Little Woman? Ihr kennt ihn doch eh nur aus seinen Rollen. Ja, Paul Atreides. Theodore. Ja, aber so ist er ja nicht im echten Leben. Vielleicht ist Timothy Charmander ja auch, keine Ahnung, voll arrogant oder stinkt aus dem Mund oder schmiert Popel unter den Tisch. Nein, das glaube ich nicht. Der ist genauso wie in seinen Filmen. Popel hat ein Mann wie er nicht. Ja, er duftet immer und überall nach Blumen und süßem Honig. Ja. Und der geht auch nicht auf Toilette und der hat auch nie Spinat zwischen den Zähnen hängen. Exakt. Aber es ihn manchmal nervt, dass ihn fremde Leute ständig anhimmeln. Also als jemand, dem das regelmäßig passiert. So schlimm ist das gar nicht. Als ob du dir die Kommentare nicht selber geschrieben hast. Zeigt ihn, Leute, und haut in die Tasten. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du außer mir keinen anderen Crush hast. Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur kein Celebrity? Ein Real-Life-Crush. Es ist die süße Kassiererin, die letztens zu dir gesagt hat, dass du voll bei ihr punktest. Da ging's um Payback-Punkte. Ist es die super nette mit den Sommersprossen, die ihr neulich geklingelt hat und meinte tolle Muskeln? Das war eine Kleinanzeigenübergabe und da hat sie über die He-Man-Action-Figur geredet. Ha! Erwischt! Du hast gar keine He-Man-Action-Figur. Ja, weil ich die bei Kleinanzeigen verkauft habe. Faule Ausrede. Ah, stimmt schon. Bei Kleinanzeigen kann man so ziemlich alles verkaufen. Selbst eine He-Man-Action-Figur. Ist es He-Man? Nein, aber schon mal näher dran. Eine fiktive Figur. Wer? Nein, ich habe eh schon zu viel gesagt. Das ist viel zu peinlich. Jeder hat das. Lasst mal ein Like da, wenn ihr auch schon mal einen Crush auf eine Figur aus dem Buch oder einem Cartoon hattet. Wir sagen dir unsere und du sagst uns deine. Also als Kind war es bei mir Herkules aus dem Disney-Film. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass die deutsche Synchronstimme Til Schweiger ist. Flynn Rider. Der Prinz von Ariel. Darkwing Duck und Nick Wilde aus Zootopia. Eine Ente und ein Fuchs? Grüße gehen raus an alle Furries. Nichts ist peinlich. Das hier ist ein Safe Space, Yannick. Okay, gut. Aber das war, als ihr Kinder wart. Was mit heute? Also ich stehe bis heute noch auf Light Yagami aus Death Note. Und ich auf L. So mysteriös und schlau. Na, Anime? Geht's jetzt in die richtige Richtung? Ich werd's euch nicht sagen. Weil's noch peinlicher ist? Komm schon, wir haben uns auch geöffnet. Okay, ich schätze, das ist nur fair. Manchmal muss man einfach über seinen Schatten springen. Okay, seid ihr bereit? Es ist niemand Geringeres als Timothy Salami Baguette. Du hier? Toll! Das war so klar. Das hätte denen so gepasst, dass ich denen jetzt einfach meinen geheimen Zeichentrick-Crush verrate. Wenn ihr jetzt enttäuscht seid und noch ein peinliches Video sehen wollt, dann klickt mal hier drauf. Darauf erstmal ein Nickerchen.